So, Shelf Control. Shelf Control passt heute wirklich sehr gut rein. Und zwar das hier von Yann Arthus-Bertrand. Den habt ihr schon mal gesehen in Episode 1. Da haben wir seinen Film Home vorgestellt von 2009. Den gibt es immer noch gratis in mehreren Sprachen bei YouTube. Schaut ihn auf Englisch, weil dann Kate Blanchett euch ins Ohr haucht. Er selber ist eigentlich Naturkundler und Naturfilmer und hat eine ganze Zeit lang in Afrika gelebt und hat dort eben, war da eben zu einer Zeit, wo Tiere da noch nicht irgendwie jetzt explizit geschützt werden mussten. Inzwischen ist das ja anders. Und hat dort dann so Ballonfahrten angeboten, um dann Leuten zu zeigen, wie schön diese unberührte Natur ist. Und hat dann angefangen zu filmen. Und darüber ist er reingekommen, ist heute einer der berühmtesten Naturfilmer, den wo gibt. Und er hat quasi hier mit Legacy, das ist jetzt letztes Jahr rausgekommen, quasi Home 2 gedreht. Das heißt, Home bildet halt eben verschiedene Teile der Erde ab und was wir gerade an der Erde für Probleme haben. Großer Fokus auf Klimawandel. Da seid ihr jetzt alle Experten drin, das heißt, da werdet ihr nichts Neues erfahren. Außer eben, um das Ganze in Action zu sehen, und zwar aus der Höhe. Und aus der Höhe sieht die Erde halt irgendwie nochmal anders aus. Mhm. Und man sieht dann auch so Zusammenhänge, Strukturen, man sieht Farben, die sehr ungewöhnlich sind. Also es wirklich sind ganz tolle Bilder. Und hier nochmal aktualisiert und viele der Sachen, die es 2009 noch gab, und das hatte auch teilweise eine sehr positive Note nach dem Motto, es gibt Gründe für Hoffnung, sagt er jetzt, naja, die hat sich aber nicht ganz erfüllt. Und dann zeigt er eben auch, was sich seitdem getan hat. Und es ist immer nicht nur Klimawandel, es ist auch Biodiversität ist sehr stark im Fokus. Und am Ende hat er eine sehr eindrückliche Botschaft, wo er eben sagt, so dieses, so ja, wir müssen das jetzt machen. Wir müssen jetzt was verändern. Also im Prinzip erzählt das, was ihr hier bei uns auch schon hört, auch von den Forderungen, auch das, was die Wissenschaft sagt. Also insofern nicht wirklich was Neues, aber das Framing ist spannend und die Bilder sind schön und das ist sehr, sehr anrührend und auch bewegend, auch uplifting. Man weiß wieder, wofür man das Ganze macht. Und wenn ihr jemanden habt, der für den Thema noch nie so ein bisschen Abstand hat oder so, das sind gute Sachen, um Leuten, sag ich mal, Interesse zu wecken, damit sie sich dann damit auseinandersetzen. Ja, sehr gut. Ist das so ein bisschen wie ist das, Powakatsi-Stein früher? Ja, danke, danke, genau, genau. Ja. Und das, du bist so cool, weil nämlich genau das aus diesem ganzen Zyklus oder aus dem Nebenzyklus kommt nämlich Baraka. Und das ist 30 Jahre davor. Da hat man auch, und den gibt es auch bei Amazon für wenig Geld in HD und so weiter, enorm beeindruckend. Zeigt Natur, aber auch Menschen und Kultur und so weiter. Vor 30 Jahren. Wenn du vor 30 Jahren raufguckst, du findest interessanterweise bei dem Film hier Bilder, die da schon zerstört sind. Die aber 30 Jahre davor gibt es sie noch. Mhm. Also da gibt es die Völker noch und die Erdteile unberührt, die dann später quasi Müllhalden sind und die Leute dann irgendwie nicht mehr in ihrem natürlichen Lebensraum leben. Aber das ist enorm eindrücklich. Hat so gut wie kaum Text, dafür sehr gute Musik und so weiter. Und da siehst du halt eben so Einzeleinstellungen, die eben gut komponiert sind und so weiter. Also tolle Komposition. Und die dann eben zeigen, so dieses so, ja, verdammte Scheiße, dafür ist das Ganze. Lass uns doch irgendwie versuchen, diesen ganzen Kram hier irgendwie im Lot zu behalten. Was machen wir hier eigentlich? Ne? Also das ist, ist bewegend und auch gleichzeitig auch irgendwie energiestiftend und so weiter. Und das müsste es eigentlich, wenn du jetzt irgendwie so Hund, Katze, Maus, Schwein oder so irgendwie siehst, oder eine Tierdoku aus Afrika und so, dann hörst du halt irgendjemand mit so einer sonoren Stimme, der dir etwas Paarungsverhalten von Löwen erzählt. Das hast du ja nicht, sondern siehst du halt wirklich so, wie die ganzen Sachen einfach nur so funktionieren, ineinander greifen und so weiter. Und nach 90 Minuten hast du irgendwie Licht in der Kalotte und denkst dir so, wow, okay, krass, ja, jetzt weiß ich wieder, worum es hier eigentlich geht.